Was? Hä? Gute Idee, da kann ich gleich mal ein ernstes Wörtchen mit dir. Mit wem reden die da? Dann nicht mit. Nein. Link, du verschwendest unsere Zeit. Bring ich sofort zu dem Raum, wo sich dieser Kerl aufhält. Okay. Ah. Hey, komm hier auf. Ja, geil. Dann müssen wir aber da lang, Tetra. Du bist voll falsch ausgestiegen. So, auf da. Tschüss. Ach, in-game läuft alles flüssig und dann Cutscenes. Ruckel, ruckel, ruckel. Super. Und ich glaube, jetzt ist einer der Parts mit den meisten Cutscenes. Ich meine, wir haben gerade herausbekommen, dass das Zelda ist und bla, ne? Ach ja, die Frage. Moment, wie kommt man da runter? Hier ist es nicht wieder zugegangen? Nö, ist nicht zu. Cool. Was jetzt? Ja, Teleport-Hack. Ein fetter Typ. Du warst es also. Du hast es gewagt, meinen Stein ohne Erlaubnis zu benutzen. Diesen Stein habe ich aus Gothamstein schleifen lassen, der seit jeher innerhalb der Königsfamilie von Hyrule vererbt wurde. Ist es der König oder was? Du hast ihn machen lassen? Aus Gossipstein der Königsfamilie, bla bla. Ich verstehe kein Wort von dem, was du da sagst. Ihr habt sie doch bestimmt schon einmal gehört, oder? Die Legende vom Helden, in welcher vom Königreich die Legende ist, die Rede ist, in dem die Kräfte der Götter ruhen. Und genau jenes Königreich, das ist jetzt jener Ort, an dem ihr euch jetzt gerade befindet. Das hier ist Hyrule. Und das, was da drüber ist, eigentlich auch. Bloß ist ein bisschen überflutet. Und ich bin der König dieses Landes, das schon lange untergegangen ist. Daphnos Johannes von Hyrule. Interessanter Name. Geiler Bart. Link, kommt deine Stimme denn nicht bekannt vor? Bäh. Ja, ich war's, der dich hierher geführt hat. Der rote Leuenkönig. Oh mein Gott. Wäre du mit Hilfe des Masterschwerts in der Lage gewesen, Ganon zu bezwingen, hätte ich mich dir nicht offenbaren müssen, aber du... Doch, wie dem auch sei, ihr beide müsst mir erstmal gut zuhören. Okay, das dauert ein bisschen. Vor langer Zeit, bla bla, Ocarina of Time Story, bla bla. Meine Kraft reicht nicht, bla bla, und so konnte ich nur beten, bla bla. Die Götter hielten mein Flehen und bla bla, schickten Sintflut, bla, Meeresgrund, bla. Doch verbannt mir ein ganzes Volk eines Landes, ist es gewiss auch so, als hätte man es ausgelöscht, bla. Deswegen haben die Götter, bevor sie das Panzer erschufen, Nachfahren auserwählt und ihn aufgetragen, in die hohe Gebirge zu fliehen, um dort eine neue Zivilisation zu gründen. Diese Nachfahren waren eure Vorfahren. Seitdem sind viele Jahrhunderte vergangen. Und wäre gerne nicht wieder verstanden, dann wäre auch Hyrule niemals aus seinem ewigen Schlaf erwacht. Tetra, tritt vor mich. Igel? Bing. Kamehameha! Nein. Dieser Halsschmucks, den du da trägst, ist das Triforce der Wahrheit. Und nein, seit jeher über die Vetter heiliger Familienschatz des Könighauses. Das ist ein bisschen kaputt. Da fehlt ein Dreieck in der Mitte. Oder unten da, ne? Also. Deine Mutter hat ihn dir mit der Bitte überreicht, stets gut auf ihn aufzupassen. Oder täusche ich mich etwa? Dieses Triforce selbst ist Teil der Kräfte der Götter, die wir so sehr von Gandalf zu bewahren versuchen. Die Götter haben es deinen Vorfahren anvertraut und ihnen aufgetragen, es vor der Macht des Bösen zu verteidigen. Und du musstest diesen Kodex aus alten Tragen entsprechend aufwachsen. Lass mich dir offenbaren, warum. Große Augen, große Augen. Ah, das ist das verbleibende Teil. Leck, Hilfe. Oh mein Gott, wer hat es getan? Wer hätte es gedacht? Leck, 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 leck. Okay, interessant. Kann ich jetzt... Ah, und jetzt? Ja, vorher sah es so schön aus. Ja, vorher sah es so schön aus. Weniger Make-up, mehr Tetra, weniger... so was. Ich. In deinen Adern fließt das Blut der Königsfamilie von Hyrule. Du bist die legitime Thronerbin dieses Landes. Was ein Scheiß. Du bist Prinzessin Zelda. Dum, dum, dum. Zelda, ich bin eine Prinzessin, hätte man nicht vermutet.
Deine Verwirrung ist nur allzu verständlich. Ich will, dass er Dedra ist. Link, ich bin untröstlich, dich in all dies mit hineingezogen zu haben. Aber jetzt, wo er weiß, dass Tetra in Wirklichkeit Zelda ist, wird gerne alles daran setzen, sie zu finden, um sich die Kräfte der Götter zu bemächtigen. Wenn es erst so weit kommt, ist es nicht nur Hyrule verdammt, sondern auch deine Welt wird für immer in Finsternis gestürzt. Link, bitte hilf mir noch einmal. Ich hege einen starken Verdacht, was der Grund für die Schwächung des Masterschwerts sein könnte. Lag. Bitte kehre wieder mit mir auf die Welt oberhalb des Meeres zurück und verhilf dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke, das für Böse zu verwandeln. Aber ich will jetzt ein Dings machen. Hier, das Teil. Es wäre zu gefährlich für dich unserer Sache anzuschließen. Glücklicherweise weiß Genna noch nicht von diesem Ort. Bitte verweile hier und erwarte unsere Rückkehr. Wie kann Genna davon nicht wissen, wenn es zurück in Reinkarnation ist? Link, brech mal auf. Okay. Magic Disappearance. Teleport Hack. Link. Ich bin leider nicht so gut mit Worten, aber ich will Tetra zurück. Ich war meine Schuld, dass du und Ari so viel Leid erdulden musstest. Ich will die freche Tetra zurück, nicht so ein geschminktes Make-up-Mädel. Verzeih mir bitte. Ich meine, sieht doch hässlich aus. Guck dir das an. Falls ihr eine Tabea kennen würdet, dann würde man sie ungefähr mit der vergleichen. Nein, deine Brüste sind auch nicht gewachsen. Sag nicht, es geht zu. Es soll nicht zugehen. Ich würde noch die Fenstergemälde angucken. Ah, Mensch. Geh ich jetzt wieder hier raus? Ich würde die Fenstergemälde und so weiter alles angucken. Darf man aber nicht. Nein, ist nur verbotene Zone. Bla, bla. Ah, hier sind wir richtig. Richtig. Yep. Als Mensch kann man das natürlich nicht betreten. Erst, Link, lausche aufmerksam meinen Worten. Das ist Masterschwert, bla bla. Kann eins bedeuten. Die Weisen, die als Medium zu den Krötern fungieren, deren Kraft das Schwert speist, muss irgendwas zugestoßen sein. Die beiden Weisen. Die beiden? 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 Zephyr-Tempel im Norden und Terra-Tempel im Süden Hyrules, wo sie jeweils den Göttern ihre Gebete darbringen. Du musst jetzt die beiden Tempel aufsuchen, herausfinden, was den Weisen zugestoßen ist und der Schwert wieder zu einer Blabla. Ja, Feinheit der Bankreis, das Hyrule. Ah ja, bla bla. Also im Eingang zu den Tempeln und so auch im Menü. Mehr Gipfel sind oberhalb der Meere zu einer Insel geworden. Okay, interessant. Diese beiden Orte hatte ich hier üblich auf deiner Seekarte eingezeichnet. Cool. Dann brauche ich wieder zwei oder weniger. Lass uns aufkehren und so weiter, ne? Gut, wenn du mal nicht labern würdest, dann würde ich das auch gerne machen. Schnarch. Verpixelte Berge im Hintergrund. Ach, ich will nachher noch einen Commodore 64 Emulator runterladen. Damit ich ein bisschen C64-Spiele spielen kann. Mal gucken, wie die damals so waren. Und die sollen ja echt ganz gute Spiele gewesen sein, ne? Das offene Meer. Oh, ist das schön. Link, kennst du die Legende? Nein. Ja, kenne ich. Ich meine, ich habe Ocarina of Time gespielt. Ah, mein Stuhl quietscht schon vor textueller Geilheit. Ah. Verlierst auch das Blabla, zerbrachen 8 Splitter und verschaltet sich in aller Welt. Kann ich dir nicht sagen, wo du die Splitter, Blabla. Im großen, weiten Meer. Du erfasst des Mutes, dieser Schlüssel. Aha, du musst es unbedingt finden. Ah. Wie soll ich einen Feuerfuß finden? Ach, was auch immer. Eigentlich muss ich ja nur Dings killen. Ah. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Moment, nee, Moment, wie war der Song? Den muss ich mir... Moment, ich habe mir gemerkt. Moment, also ich... Moment. So. Nein, First Person an sich will ich nicht. Das war so. Nein. So war das. Da, 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 da. Das war richtig. Seit wann noch immer ein Taktstock ein bisschen sowas macht, aber egal. Hier hinwirbeln. Bada, 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 bada.
BB. Wenn man mal ein bisschen mehr Abkürzungen sprechen will, dann sagt man einfach BB. Gut, darf ich jetzt? Und jetzt? Die große Fee. Doch, wir verweigern uns erstmal. Ich will Tetra back. Zurück. Ah, mein Englisch. Ja, Deutsch, also Englisch. Ding, bling, bling, ding. Sieht besser aus als ein Ocarina of Time, aber das ist nicht schwer. Ah, das ist eine Fee. Interessant. Hihihihi, hey Kind. Du bist auch ein Kind. Endlich also scheinen sich die Pforten zu deinem Schicksal geöffnet zu haben. Ich bin die Königin aller Feen. Du erschrickst ja gar nicht, Kind. Du gefällst mir. Ich werde Pfeil und Bogen neue Kraft spendieren. Das Mädel macht mir Angst. Und vor allem die Lache. Diese Lache war genau so wie... Ja. Moment. Ah, okay. Weiß und Rot. Krieg ich jetzt Feuer und Eispfeile? Das wäre geil. Von Feuer und... Yes! Ja. Du kannst es durch Drücken von R zwischen deinen Pfeilen umschalten. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich bin ein Kind von dir. Ah, yes. Eis und Feuerpfeile. Eis und Feuerpfeile. Eis und Feuerpfeile. Lass uns selbst die Lodossen zum Beispiel einen Vulkan. Stattliches Eis müssen zerschmetzen. Bla, 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 bla. Wusstet ihr schon, dass ich zu viel Text in Spielen übersüß finde? Ja, ich mich auch. Roter Leinkönig guckt erstmal so ein bisschen vorwurfsvoll zur Seite. Macht mir trotzdem Angst. Kennt ihr diese Elevator Ghost Kid YouTube-Videos? Die sind ungefähr genauso. Interessant. Moment, was war das eigentlich jetzt für ein... War es die Ignis-Spitze? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, es war die Ignis-Spitze. Z drücken. So. Bam. 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 Na bitte. Kanon des Sturmes. Gute, gute Idee. Ich will dahin, also... Nehmen wir einfach mal das hier. Draconia. Schaut ganz richtig aus. Und da unten soll ja ein immenser Schatz ruhen, von daher sollen wir das mal hin. Vielleicht gibt es ja sogar ein Herzteil. Vermutlich, schätze ich mal. Oder, was noch besser wäre, ein Item. Außerdem, was ich mich frage, ist hier was Neues? Nein. Okay, kein neuer Eintrag, das heißt, es gibt trotzdem noch... Wo ist die Karte? Wo ist meine Karte hin? Egal. Das ist Süden. So. Den ganz klassischen Song erstmal spielen. Denn dieser Song ist ungefähr 10.000 Mal benutzt worden in der gesamten Spielzeit. Da, da, da. Und er wird langsam langweilig. Ich kann mich einfach klick und dann Wetter ändern oder so. Weil das wird später irgendwann langweilig. Gut. Ich finde es irgendwie eine gute Idee, dass man jetzt das auch hat so mit... Na, sag mal schnell. Dass man jetzt auch hier diesen Hurricane hat, denn irgendwann wird es langweilig, die ganze Zeit von A nach B zu fahren und dann ist es irgendwie 5 Quadranten nach links und 5 Quadranten nach unten und ja, das nervt einfach. Also im Ende haben sie hier gute Ideen gehabt, alles in allem. Gut, ich meine, was war hier? Ich steuere auch voll drauf zu, also von daher. Schaut auch recht richtig aus. Ist es auch. Dann kann ich schon mal die Pfeile ausrüsten. So, nein. Was? Okay, das verbraucht natürlich magische Energie.